Ich finde immer so, wenn man gerade, wenn man so viel so Bücher liest oder Spiele oder Filme oder sowas und man hat da diese riesen fantastischen Welten, für mich ist es immer so, die Realität wirkt so ein bisschen trocken dagegen und man wünscht sich irgendwie, dass es nicht so ist. Aber da ich momentan, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich zeichne ja sehr, sehr viel momentan. Ja. Dadurch, dass ich mich deutlich mehr damit beschäftige, schaue ich natürlich auch Videos von den ganzen Leuten. Und ich dachte immer, Referenzen zu haben ist schlecht. Das muss alles aus deiner eigenen Kreativität kommen. Ist aber nicht so, weil jeder sagt, Referenzen sind das Beste, was du haben kannst. Und diese ganzen Leute, die Welten erschaffen, die erschaffen die anhand von Referenzen aus der echten Welt. Das ist so, also Orte, natürlich nicht Fähigkeiten oder sowas. Aber so Orte erschaffen die mit sowas eben. Das ist so cool, finde ich. Das ist das Geilste. Ich finde generell, wenn man sich mal so über Kreativität nachdenkt, man hat immer so, auch gerade als Creator, immer so den Drama, man denkt so, ich muss das noch nie vorher da gewesen machen und so weiter. Aber im Endeffekt ist ja genau auch bei, wenn du dir neue Musik ausdenkst, also du ziehst ja immer aus deinen Einflüssen, die du irgendwo gesehen hast, und kombinierst die zu was Neuem. Ja, genau. Das ist ja völlig normal und auch der Spaß in der ganzen Sache. Es gibt zum Beispiel in der Kunst, also in der Zeichenkunst, gibt es 5 verschiedene Richtlinien. Ja. Und das ist, sagen die immer, dass das sind die, das ist die heilige Bibel der Kunst, quasi, sagen die. Ja. Und, aber das sind keine Regeln, sondern nur Richtlinien. Und wenn du ein wahrer Künstler werden willst, musst du diese Regeln, Richtlinien verinnerlichen und dann daraus deine eigene Interpretation schaffen. Und dann bist du ein wahrer Künstler, sagen die immer. Was sind das für Richtlinien? Es gibt Komposition, Anatomie, Licht, Farbe, was gab's noch? Ich bin gerade dabei, das alles zu lernen, deswegen. Auf jeden Fall so, wie man ein Bild quasi aufbaut. Jetzt nicht irgendwie 5 verschiedene Stile, sondern eher, was macht ein gutes Bild aus, sag ich mal. Voll interesting. Das ist voll geil, auf jeden Fall. Was hat dich dazu gebracht, jetzt wieder mit dem Zeichnen anzufangen? Das ist genau das, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ja? Das ist halt so mein Traum, weißt du? Das ist das Allerschönste, quasi selber etwas zu erschaffen und dann zu sehen, also es geht mir gar nicht darum, um Anerkennung von Leuten oder sowas, sondern um meine eigene, dass ich das, wir sind farblich voll gut abgestimmt. Stimmt, ey, voll. Total. Es geht mir da einfach nur darum, meinen Traum zu verwirklichen. So. Übelschön. Natürlich, ich weiß, dass ich nicht der Krasseste sein kann, aber ich will krass sein. Ja. Und daran will ich jetzt arbeiten. Ich habe immer davon geredet und ich habe so mir so einen Life-Coach geholt, der auch ein sehr guter Freund von uns ist. Der hat dann auch gesagt, der hat mich quasi auch dazu gebracht, das zu machen. Und der meinte dann, ist es nicht viel schöner, den Traum zu leben, als immer nur vom Traum zu reden, in der Angst, dass du scheitern könntest, weißt du? Ja. Also ich habe halt gefragt, ich liebe das, aber ich mache es nicht. Warum? Und der meinte halt so, manche Dinge können einem auch zu wichtig sein, weißt du? Dass du dann Angst hast, daran zu scheitern und deswegen redest du lieber die ganze Zeit davon und denkst dir so, ja, ich kann das ja, weil ich habe es mir ja schon mal bewiesen, aber ich muss das jetzt nicht mehr machen, weil dann wird das für immer eine gute Erinnerung bleiben, anstatt dass es irgendwann ins Negative abdriftet und du sagen kannst, ja, ich bin gescheitert daran, weißt du? Aber lieber scheitern und probieren, als nur davon sprechen. Das ist irgendwie auch voll interessant, dass der Mensch sich irgendwie selber da aktiv von seinem Glück irgendwie abhält, oder? Ja. Also woher kommt das? Warum macht man das? Das ist auch wieder so ein Thema, da kann man auch wieder 1000 Jahre drüber reden. So menschliche Psyche zum Beispiel. Ja, total. Das ist so tiefgehend und so krank einfach, was das menschliche Gehirn einfach kann. Glaubst du, also es gibt ja so 2 verschiedene Camps, sag ich mal, und gerade in der Psychologie, was so wie die Persönlichkeit sich bildet ist. Glaubst du, dass es so ist, sag ich mal, so eine kleine Sache in deiner Kindheit kann total krasse Sachen auslösen? So kann dir wird einmal dein Spielzeug weggenommen und deswegen bist du total besitzergreifend sofort. 100%. Ja. Also es hat, glaube ich, viel mit Erziehung zu tun und
Dann kennst du den Film Alles steht Kopf? Ich habe schon von gehört, ich habe nicht gesehen. Den musst du unbedingt gucken, auch wenn das ein Kind... Also, ja, okay, man sagt ja immer so Disney-Filme, Kinderfilme, aber finde ich nicht immer. Weil bei dem Film ist es so, der verdeutlicht, finde ich, sehr, sehr gut. Also es geht darum, dass du Erinnerungen hast und in deinem Kopf sind Wut, Trauer, Glück, Neid. Ach, der ist das. Ja, wo fünf Viecher in deinem Kopf sind. Ich weiß, welche Filme. Und jedes Viech ist zuständig für eine Erinnerung. Und dann gibt es Kernerinnerungen, die quasi die Richtung deiner Persönlichkeit ausmachen. Und ich glaube, sowas gibt es tatsächlich, dass es Kernerinnerungen gibt, wo du so, keine Ahnung, als Kind, wie du schon sagtest, wird dir was weggenommen oder öfters weggenommen, dann bist du mega besitzergreifend oder sowas. Ich glaube, sowas gibt es wirklich. Ich finde, das ist schon fast so eine Superpower dann irgendwie, wenn man sich selbst klar wird, was diese Erinnerungen waren. Weil ich glaube, dann nur dann kann man sich tatsächlich dann weiterentwickeln und dann genau das, was du jetzt gemacht hast, was ich total krass finde und genau den richtigen Weg, dann wirklich zu sagen, ich mache es trotzdem. Ich gehe aus meiner Komfortzone raus. Ich finde, es hat immer ganz, ganz viel mit so Komfortzone zu tun. Und man ist halt super gerne einfach dieses, ja, also eigentlich ist mir ganz gut, warum was ändern soll. Weil guck mal, dadurch, dass ich zum Beispiel mehr zeichne, hatte ich weniger Zeit für Videos. Ja. Und generell habe ich mir jetzt die letzten 2 Monate Pause genommen, weil ich unbedingt gucken, also ich habe zwar gestreamt, aber YouTube-Videos habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Ja. Und von Twitch kann ich nicht leben, aber von YouTube halt schon. Mhm. Und dieses Zeichending ist mir aber viel, viel mehr wert als alles andere. Ich würde sogar, und das heißt schon was, ich würde sogar, wenn mich jemand vor die Wahl stellt, dass ich eine Sache wählen muss, würde ich sogar zocken, wegschmeißen fürs Zeichnen. Boah, krass. Ich habe jetzt gedacht, jetzt sagst du YouTube oder Stream oder so, aber Zocken ist ja schon. Zocken ist meine zweitgrößte Leidenschaft quasi. Und sogar das würde ich dafür wegschmeißen. Und das ist so, das will schon was heißen auf jeden Fall. Aber hat sich super viel Überwindung gekostet, sag ich mal, mehr Überwindung gekostet, dass du es. Ich finde das immer super interessant, gerade so eine Entscheidung, weil ich finde, es hat viel mehr dahinter, als einfach nur zu sagen, ich mach das jetzt einfach mal, sondern es ist ja wirklich, wenn du jetzt in kaum 5 Jahren zurückguckst, ist das ja wirklich eine sehr einschneidende Entscheidung, zu sagen, ich widme mich jetzt viel dem Zeichnen. Ja. Und war das neben der Entscheidung auch einfach wirklich schwierig zu sagen, weil du ja zum Beispiel sagst, vom Stream kannst du nicht leben, vom Zeichnen jetzt auch noch nicht. Nee, noch nicht. Dann zu sagen, ich mache jetzt weniger YouTube, weil es ist ja schon eine Sache, da gibt man Sicherheit auf ein Stück. Ja, ja, genau. Das ist schon ein krasses Commitment da. Aber das ist etwas, was ich früher auch immer gemacht habe. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du mit Komfortzone meinst. Heutzutage würde ich halt so, oder mittlerweile sage ich es ja auch, aber vorher habe ich immer so gesagt, nee, ich mache einfach YouTube weiter, weil das ist etwas, was mir auch Spaß macht, aber da verdiene ich noch mein Geld mit. Ja. Diese anderen Sachen, die kann ich irgendwann machen, wenn ich ausgesorgt habe, so, ne? Aber dann denke ich mir so, der Life-Coach von mir, Ben heißt er übrigens, der hat mir gesagt, was haben erfolgreiche Menschen alle gemeinsam? Was würdest du sagen? Risikofreudig bestimmt, oder? Das auch, aber die sind wirklich sehr gut in einer bestimmten Sache. Und Risiko wird immer dann belohnt, wenn du 100% dahinter stehst. Ja. Weil dann ist es kein Risiko mehr, weil du daran glaubst, weißt du? Und wenn du denkst, du schaffst es und wenn du gute Ideen hast und sowas, natürlich gehört da immer eine Prise Glück dazu. Immer. Ist bei jeder Sache im Leben so. Ja. Aber er sagt, die sind immer besonders gut in einer Sache und wenn du ein Profi in einer Sache bist, dann kannst du davon leben. Das ist 100% so. Weil, sagen wir mal, ich verdiene kein Geld mehr mit irgendwas. Ja. Aber ich bin der heftigste Zeichner, den es in Deutschland gibt. Dann kriege ich 100% irgendwelche Jobs. Ja, zu 100%. Und du kannst wirklich alles, wenn du in irgendwas der Beste bist, kannst du wirklich aus allem Job machen. Ich meine, es gibt einen Typen, der baut Kartenhäuser. Davon lebt er. Der baut Lego auf YouTube. Dieser Held der Steine. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Stell dir mal eine Frage. Mein Vater hat mir früher gesagt, weil ich zu viel gezockt habe, ich habe die ganze Zeit WoW gespielt. Ja. Ich habe das geliebt. Ich habe den ganzen Tag Super Smash gespielt. Mein Vater kam ins Zimmer, weil ich nicht zur Schule gegangen bin, weil ich war hier Endphase. Ich war in der 12. und von der 12. dann Fachabi, ne? Hat mein Vater zu mir gesagt, ja, mach ruhig weiter so, das wird dir dein Leben finanzieren. So ironisch, ja. Ne? Ja, geil. 2 Jahre später, wer existiert da?
1000 Let's Player, die davon leben, so. Oder und ich denke mir so, Mann, hätte ich das auch bloß gemacht. Das, voll. Das voll. Ist doch... auch so, ich bin so dieses Ding von, was man jetzt mit E-Sport zum Beispiel hat. Dieses 15-jährige Kind, was dann irgendwie bei Fortnite gewonnen hat. Wie viel war das? 1 Million oder so? Ja, das ist doch komplett Alter, was geht denn da ab, ey? Und wie die auch alle spielen, das ist so krank einfach, das wirklich. Das ist so, so krank. Und auch zum Beispiel... Das ist auch etwas, da war ich auch richtig traurig drüber. Du zum Beispiel bist ja richtig gut in League, aber ich hatte mich damals ja für Heroes of the Storm entschieden. Yeah. Das kennst du ja, ne? Ja, yeah, habe ich auch mal kurz angetestet. Ja, genau. So. Da war ich richtig gut drin, ne? Aber hätte ich die ganze Zeit von Heroes in League gesteckt, dann wäre ich jetzt richtig gut in League. Und das finde ich so traurig einfach. Aber es kann ja noch werden, es kann ja noch werden. Du musst ein bisschen spielen. Das Ding bei League ist halt so, das, ich habe es auch immer mal wieder so stückweise angefangen, aber noch so 2-3 Runden habe ich einfach keinen Bock. Aber ich finde auch immer, wenn man jetzt so zurückblickt und man sagt so, keine Ahnung, ich wünschte, ich habe vor 2014 wäre so dieses Mega-Hype-Jahr von Let's Plays so, und so ein 2014, wo dann Dena, Unge und weiß ich nicht alle und Tuttle, German Let's Play und weiß ich nicht wer noch. Ich habe mir auch so oft schon gedacht, boah, ich wünschte, ich wäre damals schon irgendwie ein bisschen was älter gewesen, hätte das schon gemacht, hätte die schon gemacht. Ich bin mir aber auch nie sicher, ob das so, ob man das nicht einfach sein lassen sollte, sich sowas zu fragen. Also glaubst du an irgendetwas? Ich bin jetzt nicht so ultra gläubig, was so jetzt eine spezifische Religion angeht. Ich bin eher so, also mein richtiger Glaube, sag ich mal, den ich habe, ist, wo ich mich so ein bisschen am festhalte. Ich sag mal, so viel, was mit Religion zu tun hat, hat ja auch mal mit Tod und sowas zu tun. Und da aus dieser Geschichte raus hat sich so ein bisschen das entwickelt, wo ich einfach ein bisschen dran glaube, weil es halt noch nicht bewiesen ist, ist die Vorstellung von Zeit. Für mich spielt Zeit eine ganz, ganz große Rolle. Und für mich ist Zeit nicht linear. Die ist gleichzeitig. Das heißt, mein Geburt und mein Tod und alles dazwischen spielt sich im selben Moment ab. Ah, okay. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass alle guten und schlechten Sachen gleichzeitig passieren und es ist nur für mich gerade, nämlich in einem Moment wahr. Das heißt, es ist völlig egal, ob es gerade richtig geil ist oder richtig schlecht, es kommen noch andere Sachen und das ist garantiert. Für mich, also ich glaube nur an Schicksal. Ja. Für mich ist das quasi so, es gibt irgendwas, was über mir steht und meine Hand leitet quasi so. Und weil es gab in meinem Leben schon so viele Begegnungen, die so schicksalshaft waren. Und ich glaube da komplett an sowas. Und ich finde das auch, diese Vorstellung von Schicksal finde ich halt einfach, die ist halt auch sehr romantisch, finde ich. Und deswegen, ich glaube halt komplett daran. Und das gibt dir dann Sicherheit und... Also ich sage immer, es ist egal, ob ich ein schlechtes oder ein gutes Schicksal haben werde. Natürlich hätte ich gerne ein besseres, das ist klar. Aber wenn das Schicksal will, dass ich als Beispiel jetzt nicht von YouTube leben soll, dann ist das halt so. Dann mache ich halt was anderes. Aber denkst du, deine Entscheidung, das finde ich beim Thema Schicksal, ich habe da auch schon mal locker eine halbe Stunde drüber geredet, was ich beim Thema Schicksal immer so ein bisschen, also für mich ein bisschen schwierig finde, deswegen finde ich das voll interessant, weil du dann glaubst, dich einfach mal zu fragen, hast du nicht das Gefühl, dass deine Entscheidungen dann egal sind? Weil das Schicksal bleibt ja gleich? Oder hast du das Gefühl, du kannst es steuern? Nee, also vielleicht muss ich das ein bisschen korrigieren. Ja. Also ich glaube an das Schicksal auf jeden Fall, aber ich glaube auch an mich selbst. So also ich habe Vertrauen in meine Entscheidung, weil ich weiß, wenn ich mich so und so entscheide, weiß ich, dass das so sein sollte. Ja. Also ich hinterfrage, natürlich hinterfrage ich Entscheidungen. Ja. Ist ja klar, sonst wäre ich ja kompletter Vollidiot. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das kein Gewicht hat, meine eigene Meinung, weißt du? Ja. Weil das ist so ein Zusammenspiel. Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Sagen wir mal, du sitzt an einem Tisch und das Schicksal sitzt dir gegenüber. Ja. Und das Schicksal mischt die Karten, aber du kannst nicht aus allen, ich sag jetzt mal 100 Karten eine wählen, sondern das Schicksal gibt dir nur 2 Karten. Ja. Eine davon musst du wählen. Ja. Und so behält das Schicksal immer noch die Kontrolle. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich habe mich dazu entschieden, die rechte Karte zu wählen und nicht die linke. Das heißt, du glaubst, du hast quasi, es gibt mal eine große Vision, sage ich mal, und davon bekommst du einen Teil. Mhm. Du kannst quasi aus mehreren Schicksalen wählen, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Das ist auch so eine Vorstellung, die gefällt mir auf jeden Fall schon viel, viel mehr, also weil so, man hat so einfach, stelle ich mir das man hat also einfach quasi mehr Kontrolle auch, ne? Und seine Aktionen haben auch Wirkung. Die Sache ist dann auch interessant, wenn du sagst, du hast mehrere Schicksale. Aber es gibt dann zum Beispiel, also
jetzt als Beispiel so normale Entscheidung, ja, wie ich gehe heute zum Rewe. Das ist ja kein Schicksal, so, weißt du? Wer weiß, vielleicht triffst du im Rewe Jeff Bezos doch, und er schenkt dir 100 Millionen Euro. Das stimmt. Sowas könnte tatsächlich sein. Aber so, bei so Kernentscheidungen, yeah, wo es um mein Leben geht, wie zum Beispiel dieses YouTube-Ding, yeah, da denke ich, da behält das Schicksal die Kontrolle und das leitet mich in die richtige Richtung. Ja, also was heißt in die vorhergesehene Richtung? Genau, es will unbedingt, habe ich auch das, ich habe auch irgendwie manchmal das Gefühl, dass, also das klingt so voll hirnrissig irgendwie, wenn ich darüber rede, aber ich habe das Gefühl, irgendwas möchte, dass ich mit dem, was ich tue, glücklich bin, so, ja, weißt du? Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich krieg gerade voll Gänsehaut. Oh, und ich krieg dann immer Tränen in den Augen. Aber das ist auch eine furchtbar schöne Sache für mich. Weil es ist so, das zeigt einfach, dass du einen inneren Drang hast, dass du selbst glücklich bist. Ja. Und das ist, ey, ohne Scheiß. Also wer nicht so? Ich glaube tatsächlich einige Menschen. Meinst du? Bestimmt. Also wenn ich mir so unsere Gesellschaft anschaue, dann habe ich so das Gefühl, dass viele Menschen schon so einen Selbstzerstörungsdrang haben. Allein, ich sag mal, ein kleines Beispiel ist schon dieses Ding von, dass man sich nicht traut, die Sachen zu machen, wo man eigentlich weiß, dass man sie richtig machen möchte, ach, weil man sich nicht scheitern sehen will. Und das ist ja schon ein ganz kleiner Keim von eigentlich ein bisschen schon ein kleiner Selbstzerstörungsdrang, ja, aber meinst du, das ist Selbstzerstörung oder meinst du, das liegt eher an der Gesellschaft, weil viele immer dann sagen so, ah, guck dir den an, der hat versagt. Das frage ich mich auch ganz, ganz oft. Also hat man auch, dann eher Angst vor der Gesellschaft oder hat man Angst vor sich selbst? Ich weiß nicht, ob man selbst und Gesellschaft so krass trennen kann in dem Punkt. Weil, guck mal, ich glaube, das müsst ihr auch nicht erzählen. Also als ich für mich entschieden habe, so, yo, ich will jetzt dieses Webvideo-YouTube-Ding machen, du wirst ja konfrontiert mit, das ist kein richtiger Job, geh doch studieren, das geht nicht für immer. Aber weißt du noch als wir uns das erste Mal getroffen hatten, da habe ich dir gesagt, da habe ich dich wie gefragt. Wie lange ist es her? 2016 war locker, ja. Boah, viele Jahre. Da habe ich dir gesagt, gar nicht irgendwie, um Ju zu sabotieren oder irgendwie sowas, sondern vielmehr so, weil ich gesehen habe, dass du dieses Talent und diese Fähigkeiten dazu hast, da habe ich dir gesagt, hä, warum machst du das eigentlich nicht selber? Also wieso machst du nicht selbst so ein... Alles das, was du machst, kannst du ja. Wieso machst du das nicht für mich? Weil für mich persönlich, das ist aber meine Meinung, ich könnte niemals für jemand anderen arbeiten, habe ich das Gefühl. Also... Nicht im Sinne von, ich mache etwas für jemand anderen, sondern im Sinne von, ich bin dem untergeordnet, weil ich möchte meine Sachen, diese kreativen Sachen, möchte ich immer selber in der Hand haben. Und nicht, dass jemand anders sagen kann, yo, deine Idee ist nicht so gut, die nehmen wir nicht, weg damit, du machst jetzt das, was ich sage. Das mag ich halt überhaupt nicht, weißt du? Voll, aber das ist auch genau... Aber ich glaube, das ist eine Sache von generell von kreativen Menschen. Voll, ich kann es auch verstehen. Heutzutage würde ich es auch eher sagen, dass ich fühle mich umso wohler, umso mehr Kontrolle ich über ein Projekt habe, umso mehr Entscheidungsgewalt ich habe. Mhm. Aber damals war es auch einfach eine Sache von Sicherheit. Ich hatte diese ganzen ausführenden Fähigkeiten und viele Grundlagen waren auf jeden Fall schon da. Aber mir hat einfach das Selbstbewusstsein wirklich gefehlt, zu sagen, ich habe mich selber nicht zugetraut, wirklich die Dinge komplett selber in die Hand zu nehmen. Krass. Weil ich irgendwie einfach... Ich brauchte, und das war bei Joe auf jeden Fall die krasseste Ausbildung in der Sinne, halt einfach wirklich die Stränge wirklich zusammenzuziehen, dann wirklich etwas zu machen und dann zu sagen, einfach dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, das ist jetzt so und das wird gut so, wenn ich das so mache, wie ich es mir denke. Und dann wirklich an diese eigene Vision zu glauben. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die musste ich ultra, ultra krass lernen. Und was ich vorhin sagen wollte, war einfach, dass wenn man halt unkonventionelle Pfade geht, die wird halt die ganze Zeit, ich glaube, das war bei dir bestimmt auch so eingeredet, dass das, okay, selbst wenn das funktioniert, geht das für 2 Jahre gut, für 3 Jahre gut. Und genau deswegen, ich weiß nicht, wie das ist, Frage, ja, was ist, wenn das nicht mehr funktioniert oder sowas. Risikobereitschaft wird einfach nicht belohnt. Jedem wird abgeraten, jeder soll Sicherheit und möglichst auch wenig Veränderung. Ja. Und das finde ich gerade den Punkt, Risiko muss nicht unbedingt sein, aber möglichst, diesen Punkt, dass Veränderung so verteufelt wird, finde ich nicht gut, weil aber nur durch Veränderung entstehen halt auch Fortschritte, durch entwickelst du dich weiter. Ich habe ein Buch gelesen, da ging es auf jeden Fall darum, dass du nur dich weiterentwickeln kannst. Es gibt 3 Ringe quasi, einmal
deine Komfortzone, ja. Dann gibt es diese komplett unangenehme Zone, mhm. Und dann gibt es einmal eine Zone, wo du einfach nur nicht mehr funktionierst. Mhm. Und Fortschritt machst du nur in der Zone, wo sich die, es ist voll unangenehm und angenehm, da wo die sich bei einem Ring unterschneiden, ja. Da musst du dich die ganze Zeit bewegen, ja. Weil da bist du die ganze Zeit gezwungen, neu irgendwas zu machen. Ja, ist auch so. Und das finde ich... Ich finde aber das, was du eben meintest, das Risiko nicht unbedingt. Ich finde, Risiko gehört immer dazu. Weil das hat in Scrubs, kennst du? Ja. Das hat Dr. Kelso damals in einer Folge gesagt. Nichts, was sich auf der Welt zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Und das ist... Ich finde, man muss immer einen Preis für etwas bezahlen. Ja. Damit du etwas in besserem Wert zurückbekommst, weißt du? Du bezahlst ja immer, also, wie soll man sagen, wenn du dich immer nur in deiner Komfortzone bewegst, bezahlst du immer einen Preis für etwas, was gleichwertig ist. Ja. Aber wenn du etwas bezahlst, was weniger sein könnte, aber auch mehr, das ist doch viel spannender, als immer nur dasselbe zu haben, voll. Weißt du? Ich finde ich auch total, finde ich auch total. Marina Laus Malwanne. Ich habe Risiko wird einem immer mega ausgeredet, habe gerade Abi und alle sind so, ja, macht einen sicheren Job, ich würde aber viel lieber was anderes machen. Selbst wenn man einen unsicheren Job, unsichere Karriere wählt, in dem Moment, wo man das findet, was man wirklich machen will, und wenn es sich so anfühlt, das war bei mir zumindest damals dieses YouTube-Video-Film-Machen-Ding. Ja. Und es gab in meinem Kopf, gab es keinen Plan. Es gab, also ich habe so einen Alibi-Plan D mit Studium gehabt und so. Das hat ja jeder. Aber es war so, in meinem Kopf darf es ja, ganz ehrlich, niemand macht das. Ja, ich habe auch gesagt, ja, wenn das nicht klappt, studiere Wirtschaft. Als ob ich das mache. Ja, eben. Aber es gibt da einfach, auch bei dir gab es da bestimmt im Kopf einfach keinen Plan B, sondern das also muss ja, einfach funktionieren. Alibi-Plan halt. Genau, aber es muss funktionieren. Aber genauso wie und jetzt.